Da sind jetzt die Hauptstufen. Die erste Stufe ist eine Tonika. Vierte Subdominante. Fünfte Stufe Dominante und Tonika. Ich kann parallel jetzt in der linken Hand Bass dazu spielen. In der rechten Hand bleibe ich auf dem Quinterchord und werde ich jetzt eine sogenannte einfache Kadenz spielen. C-Dur, ich nehme Akkord aus auf der ersten Stufe. Dann binde ich dazu Akkord für der vierten Stufe, Subdominantakkord, Quinterchord auf der fünften Stufe, als Dominante und wieder Tonika. Und immer parallel spiele ich die Grundnoten, Bass einstimmig in der linken Hand. C, F, G, C. Die rechte Hand hat jetzt ziemlich Sprünge. Ja? Also diese Sprünge zu vermeiden, dafür verwenden wir sogenannten Umkehrungen. Ich kann einen Akkord umkehren. Das bedeutet, das werde ich jetzt, einen Sprung zu vermeiden, F-Dur als Subdominante mit der rechten Hand auf C aufbauen. C, F, A. Dominante spiele ich dann als H, D, G. Als sechster Chord, erste Umkehrung. Und wieder Tonika.